Mr. Barker, hallo, du hast dich ja bis jetzt noch gar nicht gemeldet, aber herzlich willkommen. Jetzt gucke ich auf meinen Spielbildschirm. Willkommen einfach mal. Ja. Freundschaft, ja. Ja. Freundschaftsinteraktion bringt 25% mehr Erfahrungspunkte und ne, Bernie muss ja erstmal seine Bros noch besser kennenlernen und Linda, ja, ließ sich ziemlich gut an. Schauen wir mal. Dann, ja, auch der gute Mike war heute sehr aktiv, ne? Seine Interaktion mit Kim, das ist noch von gestern. Ja, und auch er. Für ihn können wir einen Fähigkeitspunkt vergeben. Und was habt ihr da für den guten Mike im Sinn? Was wäre da euer Favorit? Ja? Macht mal Vorschläge. Mike, unser Partylöwe. Ja? Ich meine, den können wir natürlich dazu ausbauen, die Mädels in die WG zu bringen. Ja, das ist dann so eine Aufgabenteilung. Ne? Mike bringt die Mädels in die WG und Niklas und Bernie kümmern sich um Kochen und Putzen und Reparieren. So ein Vorschlag. Ne? Dann natürlich das. Also Mike als Partylöwe, was geben wir ihm? Ich meine, irgendwie muss ja auch Geld in die Haushaltskasse kommen. Ja? Wenn wir die Bude ausbauen wollen und der ganze Schmuck aussehen soll, das geht ins Geld. So ein Swimmingpool kostet. Den gibt's nicht umsonst. Ich meine, das Wasser kommt aus der Leitung. No. Romantik, habe ich hier einen Vorschlag. Ja. Ja. Bleiben wir bei Romantik. Ah. Okay. Oh. Romantik. It is. So. Ja. Gut. Damit sind unsere Singles bereit, in den nächsten Tag zu starten. Und ja, machen wir einfach mal. Ne? Den Montag nehmen wir noch mit. Ah, englische Tastatur. Okay. So. Schwuppdiwupp, es ist Montag, 7 Uhr. Halleluja, wir müssen hier unseren Haushalt in Gang kriegen. Ne? Bernie macht sich schon mal dran zu kochen, das ist gut. Dann schicken wir Mike. So lang. Schicken wir Niklas erstmal unter die Dusche. Der hat zwar Hunger. Na. So. Währenddessen kann Mike sich die Hände waschen und Zähne putzen. Vielleicht kann er sogar auf die Toilette gehen. Ja. Und dann springt er in sein Outfit und frühstückt. So, den Jungen haben wir versorgt. Ja. Niklas, wenn er aus der Dusche kommt, hüpft in sein Grufti-Outfit. Haut sich sein Frühstück rein. Damit ist auch er versorgt. Oh. Und der gute Bernie. Ja, nach dem Spaß, den er gestern hatte, der braucht eine Dusche. Ohne vorher Weihnachtspulli anzuziehen, mein Freund. Ja? Dann lass mal. Ja, okay. So, zack, gleich unter die Dusche mit dir. Und dann kannst du Omas Weihnachtspulli anziehen. Oh. So. Und dann ist es bald soweit, dass die Jungs zur Arbeit müssen. Mal zusehen, dass wir die da rechtzeitig losschicken. Oh. Freundin, wieder Spaghetti zum Frühstück. Die Pizza von gestern Abend hier liegt auf dem Tisch. Halleluja. Niklas, komm, du bist als erster mit dem Essen fertig geworden. Du wäschst ab. Mike. Nee, nicht Gangsterfilme gucken. Komm, du kümmerst dich erstmal um den Kräutergarten. Ja, und dann ist es auch schon Zeit. Mike schicken wir zur Arbeit. Ja. Ne? Sowas geht. Oh, den guten Niklas schicken wir auch los.
Und Bernie, auch du, auf zur Arbeit. Ja, auch wenn die anderen erstmal im Weg sind. Na. No. Ich? Dutchman, ganz einfach. Na. No. So, die Jungs gehen zur Arbeit, verdienen ihr Geld und wir kriegen unsere Abrechnung. Ausgaben 7.700 Öcken, klar, wir haben viele Möbel gekauft und so weiter. Ne? Verkäufe, ein bisschen was haben wir erzielt durch Verkäufe und Stromverbrauch, Essen, ne? So eine Pizza ist teuer. Ne? Also wir müssen zusehen, dass die Jungs Karriere machen. Ne? Wenn ich den rauspusten wollte, würde ich hier unter Klarnamen laufen. Ja? Von daher, den behalte ich für mich. Das ist meiner. Ja? Okay. Ja, unsere Jungs werden bald von der Arbeit wiederkommen. Und schauen wir mal. Wir haben zwar noch ein bisschen Geld, aber wir müssen zusehen, dass die Jungs Geld verdienen. Ne? Sonst wird's hier nichts mit der Mädchenfalle. Ja. Die Jungs sind hungrig, wenn sie von der Arbeit kommen. Das heißt, der Erste, der hier nach Hause kommt, zack, der kocht. Mike. Ah, der steht einfach mal in der Gegend. Und Bernie, komm, den lassen wir mal mit. Der muss mal mit Mike mit. Komm, tröstet euch mal ein bisschen. Erzählt euch einen Witz. Na, nach der Arbeit braucht es das. Ja, bisschen tratschen. Und dann sollte, glaube ich, auch das Essen schon fertig sein. No? Damit die Jungs was in den Bauch kriegen. Genau. Essen nehmen. Nuni campili oleg misi du dava miam ole min hiu etetetet min walala. So, kommt Jungs, macht da fertig. Lagnika kaneotas vaka. Nuni campili oleg misi du. Auch Mike ist hungrig. Ha, und er ist schneller am Herd als Mike, als Bernie, so. Ja, der gute Niklas gießt einfach nochmal die Blumen, damit er ein bisschen Spaß hat. Ja, und dann geht er ins Bad, Zähne putzen und sich die Frisur richten. Ja, auch die Grufti-Locken müssen sitzen. Sehe ich hier schon wieder viele, viele Flecken auf dem Boden. Eieieiei. Oh. Das heißt, na gut, Niklas hat heute schon gekocht. Wir schicken den guten Bernie erstmal aufs Klo. Und lassen ihn sich danach die Hände waschen. Oh. Mike guckt fern. Oh. Und Niklas guckt einfach erstmal mit zu. Ja, so ein Arbeitstag ist hart. Ne? Danach ist man fertig auf der Bereifung. Kettensägen-Massaker oder was? Ha! Leute, Horrorfilme. Naja. Um 18 Uhr. Halleluja, was ist denn das für ein Programm? Oh. Komm. Oh. Jawohl. Ne? So sind sie, unsere Junggesellen, ja. Männer allein zu Haus, sitzen vor der Glotze und gucken Horrorfilme.
So ist das Leben. So ist das Leben, Leute. Ja, hier, das, ihr seht es selber. Ja? Ach, das kann doch keiner mit ansehen, Leute, ne? Oh, wen schicken wir da mal ins Rennen? Ja, den guten Mike, ne? Komm, hier mit Bernie. Tauscht euch mal ein bisschen aus. Können wir schon? Jawohl, ein Kompliment ist immer angebracht. Oh, und dann und hier bisschen getratscht, bisschen Smalltalk. Und? Niklas, wie sieht's aus? Naja, eigentlich müsste ja jemand von den anderen abwaschen. Du siehst so aus, als ob du gleich aufs Klo musst. Aufs Klo. Und dann gleich nochmal Hände waschen. So. Ja. Und ich denke, du hast vorhin geschrieben, dass wir das abgerissen haben. Junge. So, dann lassen wir auch den guten Niklas seinen Spaß haben. Und Bernie kümmert sich mal ein bisschen um die Bude. Ja? Nachdem er sich die Zähne geputzt hat. Oder anstatt sich die Zähne zu putzen, kümmert er sich erstmal um den Abwasch. Ja? Und um Gottes Willen, ey Leute, der Tisch sieht ja hier aus. Das ist ja nicht mehr feierlich. Komm, putzen. Bernie, muss leider sein. Ja. Gebadet hat er zwar nicht, aber trotzdem kann er hier auch mal putzen. Und wenn er schon dabei ist, Kloschüssel gehört auch mal geputzt. Ja? So, den guten Niklas. Den wollte ich gerade mit dem Staubsauger losschicken. Ja, aber Mike ist mir dazu vorgekommen. Gut. Haben wir hier dann noch was zu tun. Für den guten Niklas. Ja? Ach komm. Der kümmert sich nochmal um den Kräutergarten. Wenn Mike schon fertig ist mit dem Saugen. Staubsaugen, meine ich. Ja? Er saugt und bläst, der Heinzelmann. Ihr kennt den Spruch. Oh, guter alter Loriot. Oh, tratschen. Und dann wird Mike natürlich nochmal ein Kompliment gemacht, wie toll er Staub gesaugt hat. No? Wir wollen ja, dass er das auch in Zukunft macht. Und bei Männern erreicht man halt einfach viel über Komplimente, über Lob. Na, wenn man sie dafür lobt, dass für das, was sie gemacht haben, dann machen sie das vielleicht mal öfter. No? Ja, ihr seht, Leute, meine Stammzuschauer sind ein gewisses Niveau gewohnt. Ja, also, wenn ihr neu seid, richtet euch ein. Ja, das läuft hier unter Umständen ein bisschen anders, als ihr es anderswo gewohnt seid. Ja. Nee, also nur über Walmart zu quatschen ist, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, auch meiner Erfahrung nach, nicht normal. Alter. Ja. So, wir müssen oder tun wir noch ein bisschen was für das Verhältnis zwischen Bernie und Niklas. Ja. Der gute Mike haut sich schon aufs Ohr. Ja. Und nach einer Runde Smalltalk. Mi ameleyuna, joro keja, groovy minua.
Imam na lepembo ni lami no mano keja. Silimu danam, bisidu leo wa. Wadanam oloram misabarim aga. Imam na lepembo ni lami no mano keja. Silimu danam, bisidu leo wa. Tahad la budalana vina hapuhedu sini nima ang. Imam na lepembo ni lami no mano keja. Tahad la budalana vina hapuhedu sini nima ang. So, und auf den Niklas. Schicken wir ins Bettchen. Oh. So. Jo, besser so. Ja. Okay. Gut, wir haben die Jungs heil ins Bettchen gebracht. Und ich denke mal, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Wir warten noch die Ergebnisse der Nacht ab. Ja. So. Jawohl, Niklas, einen Fähigkeitspunkt, den wir vergeben können. Was wollen wir dem Guten gönnen? Der ist Straßenmusiker. Ja, eure Vorschläge. Was wollen wir dem guten Niklas gönnen? Wollen wir ihn von der Straße holen? Ne, seine Karriere vorwärts bringen. Ja? Ja. Dann verdient er nämlich ein bisschen mehr und wir werden Geld brauchen, um die Bude anständig auszustatten. Ja. Bei Bernie kein neuer Fähigkeitspunkt, aber schon viele Erfahrungspunkte angesammelt. Den machen wir später zum Koch. Ja. Und der gute Mike. Was haben wir mit dem? Wollen wir den auch vom Seifenverkäufer aufsteigen lassen? Notfalls bei Walmart. Notfalls bei Walmart. Ja? So, okay. Ja, das soll's für heute gewesen sein. Wir werden in die Bro-WG zurückkehren. Ne? Wie gesagt, morgen streame ich wieder ab 19 Uhr, fange wieder mit Minecraft an und dann aber mein anderes Projekt im Stream, ne? The Pirate Plague of the Dead. Und ja, mit der Bro-WG wird es, denke ich, dann am Montag weitergehen. Ne? Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag bin ich ziemlich eigentlich immer ab 20 Uhr. Donnerstag nicht. Und Samstag, Sonntag ab 19 Uhr. No? Guti, dann danke fürs Zuschauen. Danke für eure Follows. Und habt noch eine schöne Nacht, einen schönen Abend. Oh, und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. No? Wieder 19 Uhr. Dann geht's weiter mit Minecraft. Und danach dann The Pirate, Plague of the Dead. Ja? Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu, mit Ö.